Ah, ich bin ganz aufgeregt. Das ist unsere erste Folge. Ah. Oh ja, oh Gott. Habe ich eigentlich... Ich sehe das nicht. Ja. Nee, ich... Ist auch schön, dass wir beide so... Ja, nee, du auch nicht. Du hast... Warte, habe ich Schnupper? Nein. Habe ich... Du hast da so... Da geht es ein bisschen... Und dann fängt das jetzt schon an. Nein. Das nein. Ist... Willkommen bei Mamas Unplugged. Wir machen es einfach erstmal so. Lexi, worüber reden wir heute? Okay, also Thema unserer ersten Folge ist Schwangerschaft. Oh, ich hab's geliebt. Ja. Ich hab's wirklich. Ich hab's. Könnt ihr das sehen? So ein Bauch hat Schwanger! Oh. Ich hab's geliebt, schwanger zu sein. Echt? Das war so. Ich gar nicht. Fass ihn mal an. Wieso gar nicht? Das war so schön. Das war best time of the life. Life? Ja? Nee, irgendwie. Nee. Also, nee. Nee. Ich glaube, bei Kind Nummer 2 wird das besser. Wie? Aber du konntest, Entschuldigung, du konntest die ganze Zeit Freifahrtschein für Essen, Schlafen, Abhängen, neue Sachen shoppen, Umstandskleidung, wir brauchen so dringend Umstandskleidung. Das war doch hammermäßig. Ich weiß nicht. Ich hatte voll Probleme, Umstandskleider. Ich wollte nicht viel Geld dafür ausgeben. Hätten sie dir denn gepasst? Das ist halt das Ding. Ich wollte nicht viel Geld dafür ausgeben, wollte trotzdem sexy aussehen. Aber ich habe mich so unsexy gefühlt und das war so... Mal kurz vom Thema abgeschweift hier. Hattest du Gelüste? Ich meine so, warst du geil? Ich glaube, ich möchte darauf nicht antworten. Oh Mann, ist man schwangerschaftsgeil? Ich war es nämlich so gar nicht. Ich war so, sagt man asexuell dazu? Oder nein, das, wirklich? Ich war so überhaupt nicht auf der Höhe mit all den anderen, die gesagt haben, ich bin so rattig. Ich könnte gerade nur Sex haben und ich dachte mir so, ich nicht, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich keinen Partner habe und... Wie hättest du es auch bedienen sollen? Wobei, ganz ehrlich, wenn der Männer auf der Arbeit war, also ich meine, es gibt ja auch noch... Also, was? Hä? Bitte? Die guten alten Pornos. Du hast Pornos geguckt? Naja, manche haben ihren Kindern Mozart vorgespielt. Ich dudel Beethoven, Mozart und nein. So. Und Fred hat nur Pornos auf die Ohren gekriegt. Porno-Fred. Hashtag Porno-Fred. Und der wird mich irgendwann hassen. Wenn der das sieht, der wird mich hassen. Dann sagt er immer, Mama, du bist schuld, dass ich jetzt ein alter Perversling geworden bin. Was hätte ich denn machen sollen? Die Hormone im Körper haben gesagt, klar, ich bin schon befruchtet, ja, das merkt man. Aber ich konnte da nichts gegen tun. Wirklich sehr unangenehm. Krass. Was hast du denn für Pornos geguckt? So Heidi, Querbeet, Heida? Nee, Querbeet, also ganze. Heidi, Heida auch. Okay, kennt sie gar nicht aus, ne? Nee. Die kennt sich gar nicht aus. Wie? Heidi, Heida? Ach so, Heidi, nein, Porno. Ich dachte, du hättest gerade... Oh Gott, nein, oh Gott. Du bist ja krank. Entschuldigung. Woran ich mich auf jeden Fall noch sehr erinnere, zumindest so in den ersten 12 Wochen, dass sich alles wahnsinnig geändert hat. Meine Mikrobrüste fühlten sich an wie Atombrüste. Weißt du, ich mag meine Mikrobrüste wirklich sehr, aber das war wirklich krass und dann war das so prall und hat so weh getan und das war so unschön. Ich weiß noch, bevor ich wusste, dass ich schwanger war, bin ich auch vom Büro zu Büro gegangen und habe gesagt, ich werde erotik. Okay. Meine Brüste einfach so wahnsinnig groß und ich habe noch nicht mal gewusst, dass ich schwanger bin. Also das krasseste Erlebnis, was ich hatte mit diesen Atombrüsten, war in der Kaffeeküche. Also Kaffeeküche im Büro, da haben sich immer alle getroffen zum Quatschen und so und ich stand dann da und dann kam wirklich eine Kollegin und meinte so, Entschuldigung, oh! Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte oder was ich machen sollte, weil ich meine... Die eine angepasst oder was? Ja, und ich war ja schon so, dass ich mir dachte, alle packen meinen Bauch an, so als hätten sie einen Freifahrtschein dafür,
Aber meine Brüste, das war echt so, da war ich wahnsinnig speechless, da fiel mir nichts mehr so ein. Das kann man auch eigentlich nicht. Hat die noch was dazu gesagt? Nee, einfach nur, boah, sind die prall oder so. Oh, also, Entschuldigung. Jetzt war ich schuldig. Oh, jetzt ist sie auch so ein Grapscher. Du bist nicht mal schwanger. Mhm. Ich habe aber auch gegrapscht. Ich habe die ganze Zeit gegrapscht. Als Schwangere auch und als Nicht-Schwangere. Das hat so etwas Offenbarendes irgendwie, dieser Schwangerschaftsbauch. Ja. Ne? Das ist halt was ganz Magisches. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte das auch, bis ich irgendwann mal mitbekommen habe, dass eine das nicht so toll fand. Ja, okay. Ja, natürlich, okay. Weil jeder denkt, da ist ein Bauchmann da. Also es ist wie so ein Magnet. Die Leute obwohl wollen es ja anfassen. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich mir irgendwann, nein, ich frage nur noch. Ja, das und ich war aber schon auf halbem Weg. Ich war immer schon so, darf ich? Und da fehlt nur noch 3 mm oder so. Ja. Darf ich? Ja, schön wär's gewesen. Guter Anmachspruch in der Disco, darf ich? Ja, Mann. Warst du auch so müde und könntest überhaupt kein... Also ich bin so ein Mensch, der immer 150% bei der Arbeit gibt, ne? So, so oh perfektionistisch Gott, ich war vielleicht. 30 auch. Runter. Ja, gefühlt, ich saß wirklich so da. Also ihr müsst euch vorstellen, Hände auf der Tastatur und das ist mein Bildschirm. Ich hab ins Leere geschaut. Du warst wenigstens wach. Ja, ich weiß auch nicht wie, aber geschlafen. Du hast bei der Arbeit geschlafen? Ja, da krass, krass, krass. Nein, das habe ich natürlich nie gemacht. Nur eventuell. Mhm. Ein winzig kleiner Augenblick ändert halt alles, ändert dein Denken, ändert deinen Körper. Deine Gefühle, ne? Du hast auf einmal ganz viel mit Ängsten auch zu tun. Ich hatte Ängste. Ja, ich auch. Ich habe in der Schwangerschaft am Anfang, hatte ich Blutung. Okay. Ich hatte, scheiße nochmal, richtig Schiss. Ich hatte so Angst. War das noch vor der 12. Woche? Ja. Und ich wisst ihr was, ich hatte das gar nicht lange geplant, überhaupt nicht lange. Und es war einfach nur so, okay, lass es uns mal versuchen. Schwanger, zack, und dann Blutung. Und ich habe in dem Augenblick gemerkt, wie unsagbar man etwas lieben kann, was man gar nicht vorher wusste. Und habe mich hingelegt und habe einfach nur noch gelegen und gegessen. Sag mal, ganz kurze Frage. Wie viel hast denn du zugenommen in der Nacht? Das sage ich dir nicht.